Für mich ist es sehr wichtig, das mitmenschliche Miteinander. Das brauchen wir, um zusammen hier in der Schule auch gemeinsam agieren zu können. Wir sind eine Gemeinschaft, egal ob wir in einer Klasse sind oder in einem Kurs oder in unterschiedlichen. Das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Besonders schön an der Schule finde ich, dass die Projekte von den Schülern oder auch die Gremien und die Wünsche von den Lehrern oder der Schulleitung so gut unterstützt werden, dass wenn sich Schüler engagieren wollen, sie es auch wirklich machen können. Also sie werden dann nicht unterbrochen von der Schulleitung oder das Projekt geht nicht, das geht nicht und so, sondern in der Möglichkeit, wie es stattfinden kann, und so sind sie eigentlich ziemlich frei. Was hast du jetzt? Ich habe jetzt Englisch. Cool, bis nachher. Ja, bis nachher. Auf dem Max-Zell-Brück gibt es 3 weitere Fremdsprachen: Latein, Französisch und Spanisch. Latein kann man erst ab der 8. als Wahlpflichtkurs wählen. Die Musik am Max-Zell-Brück-Gymnasium ist ziemlich vielfältig. Neben dem Unterricht haben wir natürlich noch außerunterrichtliche Musikangebote, wie zum Beispiel den Schulchor, wo man einige Aufnahmen auf der Webseite findet. Und wir haben noch eine Jazz-AG, die von einem studierten Jazzmusiker geleitet wird und dementsprechend vom Niveau her wirklich gut ist. Die SOAG ist hier an dieser Schule und wir haben ja den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und den Titel muss sich ja die Schule irgendwo verdienen. Und wir haben deswegen die SOAG, also man könnte es auch bestimmt anders umsetzen, aber wir haben die SOAG. Und wir machen damit halt Projekte gegen Rassismus, aber nicht nur. Also wir beschäftigen uns auch mit Sexismus zum Beispiel oder Homophobie. Also es ist eine schöne Atmosphäre dort, kann man so sagen. Es ist interessant, was wir dort lernen zum Thema eben, wie gesagt, Rassismus, Sexismus, Homophobie, aber auch wie wir einfach unsere Schule toleranter im Prinzip machen können. Und ganz besonders ist natürlich auch immer der Projekttag, den wir für die 7. machen, in diesem Jahr halt für die 8., wo wir auch verschiedene Themen mit denen ansprechen und verschiedene Workshops anbieten, an denen die teilnehmen können und eben auch was lernen dabei. NetPiloten ist ein Peer-Projekt. Peer-Projekt bedeutet von Schülern für Schüler. Und befasst es sich mit dem Umgang des Internets. Wie verhalte ich mich richtig in sozialen Netzwerken? Was kann ich tun, wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe gemobbt werde? Wie recherchiere ich sicher, wenn ich Informationen suchen muss im Internet für den Unterricht? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Mitschüler, eine Mitschülerin von mir vielleicht computerspielsüchtig wird? Diese SchülerInnen erhalten eine 2-tägige Ausbildung und im Anschluss daran werden sie als Mediatoren in die 9., 7. Klassen geschickt und halten da sozusagen das, was sie vorher in ihrer Ausbildung gelernt haben, bringen sie den 7. Klässlern in eine Art Crashkurs näher. Be Smart, Don't Start ist ein Präventionsprojekt, was darauf abzielt, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst mit dem Rauchen beginnen. Und diese Kinder verpflichten sich praktisch, für ein halbes Jahr Nein zu sagen, zu rauchen in jeglicher Form. Es hilft eben dabei, das Thema Rauchen und Gesundheitsprävention mit in den Unterricht zu integrieren. Hey, was macht ihr für Unterricht? Emmy und ich haben jetzt Chemie. So, ihr Lieben, zum Thema Säuren.
ist natürlich auch immer die Frage in der Chemie, wie kann man denn so einen Stoff selber auch aus anderen Chemikalien herstellen? Das wollen wir uns heute am Beispiel der schwefligen Säure anschauen. Ich gebe etwas von dem Wasser in den Erlenmeyer-Kolben und versetze das Wasser mit Universalindikator. Grün, wissen wir alle, steht also für eine neutrale Lösung. Sollten wir von Wasser auch so erwartet haben. Wir nehmen als nächstes mit unserem Verbrennungslöffel etwas Schwefelpulver auf und jetzt greife ich zu unserem Brenner, stelle die entleuchtete bis rauschende Flamme ein. Wir brauchen es also ein bisschen heißer. Es wird Schwefel erst einmal anfangen zu schmelzen. Das kann man sehr schön sehen. Das schlägt also Blasen, wird braun und wir können jetzt sehen, dass es auch brennt mit blauer Flamme. Und da das Gas, was da entsteht, nicht so gesund für uns ist, geben wir das ganz schnell in den Erlenmeyer-Kolben. Hier entsteht jetzt ein Gas, das sehr unangenehm riecht. Und wir haben, wie ihr seht, also noch ein zweites Produkt, was hier sich auch noch bildet. Das ist dieser weiße Nebel. Das ist auch noch eine Variante des Schwefeloxids. In dem Fall ist das, was man riechen würde, was giftig wäre, wäre Schwefeldioxid. Und das, was wir sehen können, den weißen Nebel, da handelt es sich um Schwefeltrioxid. Und ohne, dass ich jetzt schüttle, aber das mache ich jetzt natürlich auch noch, verändert sich schon die Farbe unserer Unitestlösung. Und das intensive Rot signalisiert uns, dass wir alles richtig gemacht haben, dass wir auf jeden Fall eine Säure dargestellt haben. Experiment hat geklappt.